Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Witcher Fern Island. Ich stehe natürlich noch immer hier bei diesem kaputten Brunnen. Jetzt habe ich mich aber mittlerweile schlau gemacht. Also ich weiß jetzt, wo dieses Haus zu finden ist, was wir suchen. Ich würde jetzt aber sagen, ich porte mich nicht zurück, sondern wir sammeln noch ein bisschen, weil ich habe ja noch einen Platz, dass wir eben noch ein paar Kräuter oder was weiß ich noch hier mit einsammeln, wie zum Beispiel die Teufelsallraune. Vielleicht finden wir hier noch ein paar Stiefmütterchen, jawohl. Alles her. Alles einsammeln, was jetzt noch in die Taschen reingeht. Schauen wir mal, ob da noch. Ne, da habe ich ja schon geguckt, ne? Aber es könnte sein, dass ich hier trotzdem noch irgendwas finde. Oh, was haben wir hier? Eicheln, na toll. Ja gut, aber Eicheln können wir ja immer wieder brauchen. Den haben wir schon markiert. Ja, den haben wir schon markiert. Dann laufen wir einfach mal hier quer durch. Weil ich finde mir noch ein paar Pflänzchen, Blümchen, was weiß ich. Da sind wir beim Simibor, oder wie er heißt, ne? Na gut, vielleicht haben wir auch noch mal Spinnen hier. Nö. Wo laufe ich eigentlich hin? Laufe ich richtig? Ich glaube, ich laufe richtig. So, dann noch ein paar Eicheln einsammeln und Stiefmütterchen, jawohl. Da blinkert es noch ein bisschen. Der Fuchs schläft. Jawohl. Ja, notfalls einfach zurück teleportieren und dann ist gut, ne? Aber ich denke, wenn wir das die Gelegenheit noch nutzen jetzt am Abend, gerade wenn wir noch Platz haben, einfach ein paar Sachen noch einzusammeln, das ist ja auch nicht schlecht. Wie zum Beispiel Morcheln hier. Extrem Morcheling können wir hier machen. Ja, ist ja gut, ich tue euch nichts. So, sind wir zurück, ne? Eicheln. Schauen wir mal, hier ist ja auch immer noch was. Das sind ja auch meistens Fliegenpilze und sowas. Nicht immer, aber ab und zu mal. Eicheln. Wunderbar. Da vorne könnten wir noch mal Morcheln haben, weil da war ich jetzt auch schon lange nicht mehr in der Ecke. Ja. Jawohl, Holunderbeere. Ist schade, dass man da immer nur eine kriegt, ne? Nee. Eichel, Morchel, Morchel, nee, Eichel. Okay, schauen wir mal da noch. Drachenpilze. Oder ein Drachenpilz. Okay, gut. Energie haben wir eh keine mehr. Dann ist wurscht. Dann räumen wir mal die Sachen wieder ein. Unsere Hauptbeschäftigung. Habe ich hier irgendwas? Nein. Da haben wir Pilze, da können wir die Morcheln mit reinschmeißen. Und diesen Drachenpilz haben wir auch schon 39, ne? So, der hier ist ja neu. Der Spargelpilz wächst vor allem auf morschem Holz. Er ist hochgiftig, aber wenn er als Süßungsmittel in einem Elixier verwendet wird, das den Anbau von Pflanzen unterstützen soll, verleiht er dem Trank Kraft und verlängert seine Wirkung. Ich denke mal, dass wir davon noch einige mehr sammeln müssen, dass wir dann auch wirklich das freischalten irgendwann. So, Stiefmütterchen, wir haben die Alraune hier.
Wir haben die hier. Ansonsten Muschel, Muschel, Muschel. Da kommst du rein. Ja, ja, 2 Uhr morgens ist schon klar. So. Die können wir rein, die hier. Wunderbar. Halt, die Bären kommen noch hier mit rein. Oder hier. Da kommen sie mit rein. Hier mit rein. Der Honig kommt hier mit rein. So, du kommst da rein. Und die Eicheln... innen, glaube ich. Ich kann sie mir nicht merken. Ne? Es ist faszinierend. Ich kann mir in dem Spiel nicht merken, wo was ist. So. Dann tun wir dich da mit rein und dann passt es. Dann gehen wir jetzt einfach mal schlafen. So. Edge. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt halt am nächsten Tag von unserer Katze das Haus finden. Also wie gesagt, ich habe mich jetzt da schlau gemacht. Es ist nicht einmal so weit weg. Und? 264. Na ja, gut, wenn ich den Leuten Steine anbiete, ne, brauche ich mir nicht beschweren, dass sie auch Steine kaufen. Ja, komm, eins nach dem anderen hauen wir jetzt da rein. Zack. Ich würde aber sagen, dass wir die hier mal raustun. Die schmeiße ich jetzt einfach mal hier weg. Und dann tun wir noch den Trank weg. So, den sind auch immerhin 150 Münzen. Geht das schon? So. Ich habe in diese Richtung 2 Markierungen. Achso, das ist der Strand. Und zwar müssen wir hier hin. Wir müssen in die Richtung gehen. Allerdings. Oh, euch kann ich pflücken, ne? Die Tomaten. Wunderbar. Ach, wunderbar. Wunderbar und wunderschön. Ihr braucht noch, ne? Ja. So. Moment, habe ich Tomaten nicht hier schon drin? Nein, habe ich nicht. Ne, dann passt schon. Dann kommen die Tomaten eben jetzt da rein. Wunderbar. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie es bei den Zwiebeln ausschaut. Ja, das braucht schon. Braucht schon noch. So, und zwar muss das irgendwie... Ich muss jetzt hier den Weg entlang. Und hier, glaube ich, hoch, oder? Hier und dann rechts. Und das ist eigentlich so nah dran, ne? Au. Dumme Biester. Es sind auch ganz viele Kräuter. Danke. Stiefmütterchen. Können wir ja einsammeln. Wir sind ja nicht allzu weit weg von zu Hause. Aber hier habe ich nie hochgeschaut. Ne? Ich glaube, da war ich auch so noch nie vorher. Gold? Oder was ist das? Feuerstein? Und Gold, oder? Golderze. Her damit. Ich glaube, wir können sowieso mal wieder unten am Strand schauen. Muss ich nur hier ein bisschen umgucken. Eicheln einsammeln. Da ist dieses verfallene Haus. Tja, mit Huhn. Verfallenes Haus mit Huhn, mit Drachenpilzen. Dann machen wir hier mal unser Zeichen wieder her. Huhn, du kommst weg. Achso, das ist eine Ameise oder irgend sowas, ne? Ey, das kann doch nicht.
gibt es Haien, oder? Waldameise, na also. So, Drachenpilz. Würde ich sagen, mache ich hier auch einmal dieses Ding fürs Insektenhotel hin. Wird wahrscheinlich gleich Doom wieder herkommen und sich zu Wort melden, vermute ich mal. Oder auch nicht. Ah, jetzt hat, gut. Es ist hier. Ah, jetzt verstehe ich, warum ich nicht mehr herkomme, aber ich habe immer noch den Gedanken, dass ich etwas drinnen vergessen habe. Willst du mich überzeugen, die Passage zu räumen? Ja, Beifall dafür, dass du es bemerkt hast. Dazu wäre eine sehr gute Spitzhacke erforderlich. Mir fallen mindestens 3 Tränke ein, die auch helfen würden, aber es liegt an dir, ob du das tun willst oder nicht. Ich werde gerne dort hineingehen und zumindest überprüfen, ob dort wirklich etwas zu finden ist oder nicht. Okay, schauen wir mal, ob wir das wegklopfen können. Also wir können auf jeden Fall hacken. Ansonsten... ich versuchte hineinzugehen, beschloss aber umzukehren, weil ich Magie spürte, die gefährlich sein kann. Hast du etwas gefunden? Ja, ich habe es gerade gesagt. Was willst du jetzt tun? Ich schätze, ich muss um mehr Hilfe bitten. Es ist okay, mach weiter. Vielleicht bist du auch schon bereit dafür. Es gibt ein Ritual, das uns so fest aneinander bindet, dass du deinen Geist vorübergehend in meinen Körper übertragen kannst. Das ist der einzige Weg, um genügend Leistung zu erhalten. Also habe ich keine Angst, dort hineinzugehen. Besessenheit. Wir haben im Unterricht darüber gesprochen. Lass mich raten, Notizen sind verloren gegangen. Ich habe mir damals keine Notizen gemacht. Toll, dann bin ich mir sicher, dass du alles schaffen kannst. Dann hör zu und erinnere dich. Ich habe kein leeres Blatt zum Aufschreiben. Erinnere dich, lerne auswendig. Ei, Sir. Verbinde ich mit einem Vertrauten. Ritual, du brauchst dies, dies und das. Bitte werde konkreter. Du kannst meine Perspektive übernehmen, solange ich dich nicht satt habe. Was? Solange ich dich nicht satt habe? Moment, ich gehe wieder aufs Netz. Verbinde dich mit einem Vertrauten. Scharfer Korkstachling. Na toll. Andorn, Klette. Also das müsste ich alles haben. Auch das Andorn und tierische Essenz muss ich mal gucken. Aber das hier habe ich definitiv nicht. Ja, toll. Schaffe ich Gegenstand Vertrauten nehmen. Ja, okay. Ja, es wird sehr hilfreich, dass ich nicht weiß, wo ich die Dinger herkriege. Das heißt also, ich renne jetzt erst einmal eine Zeit lang rum und suche diesen Pilz, der entweder in dieser Jahreszeit oder in einer von den anderen 5 Jahreszeiten wächst. Warum kriegt man da nicht zumindest so einen kleinen Hinweis, so einen kleinen Wink, ne? Dieser Pilz kann gefunden werden in der und der Jahreszeit oder... Ich weiß es nicht. Da ist eine Truhe, sehe ich gerade. So, aber bei abnehmenden... bei zunehmenden... Oder? Abnehmenden? Ah, nächster Tag. Da könnte sein, dass wir auch wieder so einen Gem haben. Es ist schade, dass man die Truhen, also diese Zeichen, die man da reinmacht, dass man die nicht noch irgendwie beschriften kann. Dass ich mir dann hinschreiben kann, wenn ich zum Beispiel diese Truhen platziere auf der Map, dass ich dann noch mir dazu schreibe, zum Beispiel anfangender Mond oder zunehmender Mond, keine Ahnung, erste Phase, zweite Phase, dritte, irgendwie sowas. Nee, das muss man sich merken. Also entweder du weißt es oder du musst halt 10-mal hinlaufen. Drachenpilze, das ist okay. Haben wir, glaube ich, eh schon ein paar. Kiefernzapfen nehmen wir natürlich auch gerne mit. Da ist ein Wasser.
Das da kann man nicht pflücken, okay. Tja, ich denke mal, dass das vielleicht eine andere Jahreszeit ist. Oder wir müssen halt jetzt halt einfach noch ein wenig rumrennen, in der Hoffnung, dass wir diesen Pilz dann irgendwann finden. Weil kaufen kann man den wahrscheinlich nicht. Da noch irgendwas? Oh ja, das sind noch zwei Kisten. Das ist doch schön. Was haben wir jetzt da? Insektenberuhige. Wenn es auf einem Insektenschwarm geworfen wird, beruhigt es ihn und lässt ihn aufhören anzugreifen. Ich weiß jetzt nicht, ne? Also, bisher habe ich immer nur mit Bienen zu tun gehabt. Und Bienen, die kann ich mit dem Netz wegfangen. Krafttrank. Okay, warte mal, ich muss sowieso was essen. Dann machen wir erst einmal die Kiste noch. So, wurfbarer Krafttrank. Astrale Termiten mit dem Holz. Trank der sanften Landung für Federfall. Wurfbarer Dornenbrenner. Achso. Ja, um Dornen wegzubrennen und der Insekten beruhige. Okay, das sind ja jetzt halt wieder Tränke, die ich eigentlich in den Laden schmeiße. Das Ding ist kaputt. Das ist in Ordnung. Vielleicht kann man das auch irgendwann mal aufbauen. Das kann ja sein, ne? Na gut, hier geht's nicht runter. Wir laufen jetzt einfach mal zurück. Wir laufen jetzt einfach mal da lang. Ein bisschen Platz haben wir ja noch, ne? Können wir noch ein bisschen sammeln. Kiefernzapfen kann ich auch wieder rauswerfen, wenn ich die nicht irgendwie verwenden kann. Habe ich. Das ist halt, ich weiß halt immer nicht, welche ich jetzt halt schon habe und welche ich nicht habe, ne? So, was haben wir hier? Traummaulbär. Also man hat ja diese Sticker für die Karte. Ich glaube ja auch für Kräuter und sowas. Aber was halt nicht sehr hilfreich ist, dass es nicht anzeigt, welche Kräuter. Ne? Also dass ich da nicht unterschiedliche Sticker habe. Oder wenn es nur den einen Sticker gibt, dass man den vielleicht dann anpassen könnte. Das wäre doch nicht schlecht. So, aber wir können mal an die Infotafel schauen. Vielleicht kriegen wir ja hier auch einen Hinweis wegen dem Pilz. Das könnte natürlich sein, weil wir haben ja hier immer alles in der Jahreszeit entdeckt. Okay. So, wo kamt ihr her? Da. Stimmt, wir können mal den Steinbruch hier runter schauen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass wir mal uns hier umgucken. Vielleicht kann man ja hier auch speziell Steine abbauen oder bestimmte Erze oder sowas. Schauen wir es doch mal hier. Hier ist nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich das da... Nee. Hier kann ich nichts abbauen, aber ich denke mal, dass wir unten was finden werden. Da ist zum Beispiel Kupfer. Und irgendeine große Maschine. Die
die anscheinend nicht funktioniert. Vielleicht auch nicht funktionieren soll. Keine Ahnung. So, machen wir mal hier ein Erzzeichen hin. Dann können wir mal die ganzen Sachen hier abbauen. Wie viel Platz haben wir denn? Ja, geht schon. Steine können wir ja wieder rausschmeißen. Essen habe ich dabei. Geh weg. Ich denke mal, dass wir da auch unterschiedliche Steine noch rausbekommen. Aber die möchte ich natürlich rausschmeißen, wenn ich keinen Platz mehr habe. Wenn wir das jetzt vor allem alles gleich farmen, dann kriegen wir auch wieder zur gleichen Zeit alle Erze raus. Ne? Also die respawnen dann. Und wir kriegen bestimmt bald irgendwie den Erfahrungspunkt, den nächsten. Wenn wir die nicht schon alle haben, das ist dann die nächste Sache. Schon wieder. Wie gesagt, also die lieber koche ich mir noch ein bisschen was und esse dann immer was. Ah, da unten ist ein Geldgeber. So, ansonsten ist hier anscheinend nichts zu holen. Na, ist okay. Aber ist ja schon mal einiges, ne? Mit dem Kupfer. So, lasst uns mal gucken, wo wir jetzt sind. Wir könnten nochmal in die Stadt flitzen, dass wir mit Cassandra nochmal reden. Weil ich will unbedingt den... Laufe ich jetzt richtig? Nein, ich laufe nicht richtig. Mit Cassandra, dass wir die noch ein bisschen aufbauen. Von der Beziehung her. Schenken kann ich ihr ja noch nichts, weil wir haben noch die gleiche Woche. Oh, okay, nee, da muss ich jetzt aufhören, weil... Lasst uns mal die Kisten durchsuchen. Nein. Nächste Kiste bitte. Wir haben Gold, Feuerstein und Kohle. Den Stein heben wir auf, den schmeißen wir weg. Nein. Salz haben wir, glaube ich. Ach halt. Du hast das Ding vergessen. Das Kupfer. Pilz. Pilz, Blumen, Blumen. Drachenpilz. Damit her. So. Blumen. Ich denke, dass ich da irgendwas machen werde. Dass wir irgendwie die Kisten, wo Blumen drin sind, eben dann auch irgendwie Blumenbeete oder sowas daneben machen. Hier. Oh, hier, neu. Die haben wir. Kiefernzapfensalz, Ameise, K.
können wir dann eben hier noch mit reinschmeißen. Honig. Was habe ich jetzt da drin? Achso, da habe ich einen Fisch drin. Okay. Salz. Die Seesterne. Eicheln und Kieferzapfen. Also einen Dornenbrenner haben wir ja aufgehoben, der ist ja hier drin. Den zweiten würde ich tatsächlich in die Kiste da draußen schmeißen. Hier haben wir schon alles drin. Schön, schön. Können wir dann eins nach dem anderen verkaufen. So, aber dieser Pilz, der ist jetzt natürlich das Problem, ne? Weil wo finde ich diesen Pilz? Den habe ich noch nicht entdeckt. Der ist also irgendwo hier versteckt. Und dann kann es jetzt halt eben wiederum sein, dass das in einer anderen Jahreszeit ist, ne? Das ist wirklich ein Problem. Wir könnten mal schauen, aber Lauch haben wir noch nicht, ne? Wir könnten wirklich mal Cassandra übernehmen, dass wir die Quest von Cassandra machen. Vielleicht ist das ja die Quest, die wir auch machen müssen für die Kamera, ne? Dass ich mich nur so wieder so dumm angestellt habe, um das zu raffen. Und wir einfach mal in die Sümpfe müssen. Ich meine, die Sümpfe, wir haben noch nicht alles erforscht, ne? Wir könnten da eigentlich mal hingehen. Ich mache mal das Ziel weg. Und mache mal hier die Fahne hin. Darum. Ja, das andere ist aber, dass wir dann auch schon wieder gleich fertig sind. Ne? Und bis ich dahinter laufe, ist der Tag rum. Von daher, wir sammeln jetzt einmal noch ein bisschen was. Schauen uns einfach mal noch um, was wir hier so einsammeln können. Außer Eicheln vielleicht. Was sagst du mir? Tintenfischpilz. Den soll es hier in der Gegend geben? Okay. Kann sein, dass es vielleicht da unten ist. Da können wir mal hinschauen. Ansonsten sehe ich jetzt hier keine Pilze. Huhnschwanz, okay. Brauchen wir auch. Oh, das sind aber viele. Auch wieder. Na naja, gut, ich war schon jetzt wieder ein paar Tage nicht hier oben. Ne? Am besten findet man die Sachen, wenn man tagelang nicht mehr hergeht. Dum, 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 dum. Aber bis ich dich fange, da wird... Oh, das geht sogar. Zebra Longwing. Lassen Sie mal da runter. Vielleicht finden wir da noch irgendwas Neues. Außer Hasen. Da ist auch nie was, ne?
Speicheln. Irgendwie spezielle. Da geht's raus. Irgendwie spezielle Pilze oder sowas habe ich jetzt hier nicht. Nö, nö, nö. Was haben wir hier? Stiefmütterchen. Haben wir zwar schon wirklich viele, aber ist ja egal. Ich sammle jetzt halt einfach nur mal. So, hier wächst normalerweise immer ein bisschen Zeug, aber das habe ich in der letzten Zeit nicht gesammelt. Wie voll sind wir? Noch gar nicht voll, ne? Wir können aber auch noch mal, wenn wir jetzt eh schon hier sind, mal runterlaufen zum Strand. Zum einen gibt es da Tulpen auf dem Weg. Da könnten jetzt halt auch schon mittlerweile recht viele stehen. Und wir können mal gucken, ob wir... Kurkuma. Und wir können mal gucken, ob wir Erze haben, die wir vielleicht noch abfarmen können. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Gleich zur Erinnerung, morgen fällt ja der Part aus. Also ich mache ja immer einen Tag Pause, dass ich auch Möglichkeit habe, die Parts aufzunehmen. Ah, Tulpe, Tulpe, Tulpe. Da sind jetzt halt einige. Ich bin hier schon ein paar Mal durchgelaufen und da waren immer wieder Tulpen, aber die habe ich ja nie mitgenommen. Und das Gute ist wirklich, dass da recht viel kommt im Laufe der Zeit. Schön, schön, schön. Da können wir Cassandra auch mal eine Tulpe schenken. So, gucken wir mal wegen den Erzen. Ansonsten wäre es ja auch ganz interessant, mal die Krabben wieder zu fangen, ne? Das müsste irgendwie gekennzeichnet sein. Also entweder man kann es tatsächlich nochmal machen, dass es quasi immer wieder ist. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen was mit. Eisenerz, wir müssen sowieso schauen, dass wir noch ein bisschen was herstellen an diesen Stahlbarren da. Und dann würde ich sagen, gehe ich nämlich mal, wenn wir hier noch ein bisschen was abgeerntet haben, gehen wir zurück. Ich will jetzt auch keine Muscheln sammeln oder so, sondern wirklich mich mal aufs Erz stürzen. Und wenn wir da jetzt nichts mehr haben, dann... Ich weiß nicht, wie lange die Nachspawnzeit ist. Wir können auch vorne mal ganz kurz hinschauen, ob wir da noch... was war's? Oh, was war denn das nochmal, was wir da vorne noch gepflückt haben? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ach, Ingwer war das, glaube ich. Ingwer müssten wir vorne gesammelt haben. Gleich die nächste. Also wenn ich so weiter sammle, dann werde ich irgendwann für jeden Gegenstand eine Truhe haben.
weil ich einfach dann schon zu viel gesammelt habe. Essen ohne Ende hier. Aber wenn du das nicht machst, ne, dann kommst du ja zu nichts. Vielleicht ist das Gold schon nachgespawnt. Da haben wir noch mal Kupfer. Aber ich glaube, das Gold gibt es noch nicht. Aber ist schön. Also lieber so viel Kupfer haben und dann jederzeit auch was machen können. Und wir sollten das jetzt echt noch ausnutzen, weil ich möchte auf jeden Fall jetzt dann schlafen gehen, weil ich ja jetzt dann quasi eine Pause mache. Und deswegen wird halt dann der Part heute einfach ein bisschen länger. Das stört mich jetzt nicht. Warum kullerst du so weit weg? Die Spitzhacke, jawohl. Oreichalkosbarren. Den wollte ich nämlich auch schon die ganze Zeit, deswegen wollte ich eh Gold endlich mal farmen. Aber das hatten wir ja schon abgebaut hier. Gleich nochmal. Oh, schön. Komm, mach zu. Ja, ich weiß, dass es nicht sehr effektiv ist, aber ich habe das Material noch nicht für die bessere Spitzhacke. Aber ich denke mal, dass ich die Spitzhacke wirklich als nächstes machen werde. Also mit dem nächsten Ausbau. Mal ein bisschen Energie entstehen hier. Wir haben es jetzt eh gleich, glaube ich. Oh Mann. Also ich bin hier mehr am Futtern als sonst irgendwas. Ah, da haben wir noch eins. Komm bitte, ich will jetzt nicht nochmal was essen. Aber ich glaube, ich komme nicht drum rum, ne? Aber es ist, glaube ich, am besten, wenn ich, wenn ich ein so eine Ader wirklich komplett wegmache, dass die dann auch gleichzeitig alles wieder nachspawnt. So, wir haben noch 26. Damit würde ich sagen, haue ich nochmal da vorne auf die Kohle oder sowas drauf. Einfach, dass wir die Ausdauer ausgenutzt haben. Ne? Wahrscheinlich nicht sehr effektiv, oder? Okay, also keine Ausdauer mehr. Dann teleporten wir uns jetzt zurück. Wir haben eh schon 0.15 Uhr. Und würde sagen, wir beenden mal gemeinsam den Tag. Einfach, dass wir sehen, was wir am nächsten Tag vielleicht bekommen werden. Weil ich weiß nicht, wenn ich neu lade, ob sich das dann, ob ich dann einen anderen Gewinn habe oder einen Verkauf habe, besser gesagt. Magische Ströme, okay. So, und 737, das ist doch schon mal besser. Das ist doch schon mal besser. Na ja, gut, ich brauche jetzt da, glaube ich, gar nichts reintun, ne? Weil das wird ja eh nicht gespeichert.
Naja, gut. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Ich hoffe wirklich sehr, dass ihr, also dass euch der Part gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir was dazu in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.